Hallo und herzlich willkommen zu Let's Drunk Amnesia. Oh Gott. Ja. Josh ist schon ein bisschen beschwipst. Ein bisschen ist cool. Ja, ich darf dabei sein. Ich fühle mich jetzt sowieso immer noch so, als wäre ich nicht mehr so für dieses bescheidene Spiel. Fick dich! Bevor ich hier losrenne. Betrunken. Leute, Alkohol ist scheiße. Das ist nur, weil ich dieses Scheißspiel jetzt durchhaben will. Trinke ich so einen kleinen Klopfer oder Hüpfer oder. Und was drei Bier. Ich, wie die nennen, das ist mir puh egal. Schmeckt doch alles gleich nach einer Zeit. Gut. Und bedankt euch bei mir. Okay. Nixer sagte, ich soll einfach den Horn hinterher. Ding Dang oder Bing Bang. Hä? Scheiße, muss die Brücke finden. Da ist eine Tür. Ah, dann würde ich da reingehen. Hallo. Ellos Perry. Hallo. Also Leute, falls dann Josh anfängt, Scheiße zu laut. Yes! Also, nice. Say ting, ting. Wolle, wolle, ting. Das gefällt mir nicht. Ach, mir hat er schon gefallen, keine Ahnung. Angst. Da kommt doch irgendwas. Und was meinst du, wo die Kugel ist? Da drin. Wartet mal ganz, ganz kurz, bitte. Drück dich! So, ja, dieses freut sich schon wie verrückt. Oh Gott. Aber ja, wir kommen zurück. Ich habe meiner Mutter gerade Bescheid gesagt, falls es laut wird. Ich denke auch. Heilige Scheiße. Also, Leute, freut euch. Das ist das erste Mal ein Let's Drunk von Josh. And I say, Nein, da kommt nichts. Da ist nichts. Eigentlich. Puste doch noch fest ins Mikrofon. Hey! Lananandum. Lananandum. Ladandum. Ellos. Bitte. War das alles? Nein, die Kugel ist nicht drin. Die Kugel ist links. Eigentlich wollte ich dich erschrecken. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden. Aber es drang noch ein schwarzer Lichtschein. Schwarzer Lichtschein. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Nachtlicht mich doch. Die Kugel sollte dort eher da hinzu sein. Und sonst irgendwo. Aber puste doch noch fester ins Mikrofon, damit es weggeblasen ist. Ich glaube, ich nehme die Kugel, die da liegt. Ach, wieso hast du nicht erschrocken? Ich habe mich total erschrocken, als ich da war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, meine Nerven sind schon halb tot. Warte, ja, na, es ist Ich zähl mal, wie viele Klopfer ich noch habe. Drei? Holy shit. Viel Spaß beim Trinken. Das lasse ich jetzt einfach in der Aufnahme drin, ist mir scheißegal. Das wird, glaube ich, ein Part dann ab dem Drunk. Oder, keine Ahnung, ich warte mal kurz. So, wir sind doch wieder. Also. Ich wollte doch hier Pause haben. Die Lehren stelle ich jetzt mal weg. Die sind auch leer. Da müsste ich eigentlich. So, wenn er jetzt Stück hinfällt. Nein, ich sitze, wie soll ich denn hinfallen? Ich habe noch 6 Stück. Benner! Er ist nicht besoffen genug, um die Uhr zu drücken. So, ich würde sagen, ich trinke noch einen. Trink! Halt die Fresse! wenn ihr wollt, dass ich mal. Ich habe jetzt nicht wirklich viel, waren jetzt 4 Bier und 12 Klopfer, ist jetzt nicht wirklich viel, aber für mich reicht das, weil ich nicht wirklich Alkohol vertrage. Nope. Aber ich mache auch noch ein Infovideo darüber. Wenn ihr mal wollt, dass ich ein Let's Drunk mache, wirklich ein richtiges, dann schreibt das mal als Kommentar. Würde mich mal interessieren. Nee, wäre doch auch mal was Lustiges. Ja, was anderes. Auf jeden Fall. Ah, da ist eine Brücke. So, I wanna be the guy, betrunken.
I wanna be the guy betrunken. Nee, dafür kriegst du mich nicht rum. Nee. Aber ich guck jetzt erstmal noch rechts, was da ist. Da ist auch noch eine Brücke. Ah ja, und falls du was Leuchtendes siehst, musst du es kaputt machen und dann den Inhalt rausnehmen. Nur mal so. Also grün sieht es eher aus. Ey, wieso? Jennifer! You're so fat! Du hast gerade so Glück irgendwie. Kann das? Was hab ich? Glück? Ich höre ein Monster. Perfekt. Sollst dir schon mal Sorgen machen. Die patrouillieren überall. Das ist schon die normale Musik. Eine Tür. Ah ja, Schiebe freut sich schon. Wer freut sich? Schieme. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer. Oh, making them fold in between the frame. And I said, ooh-ee. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Muss ich gleich mal ausprobieren. Am besten säge ich mir auch quer durch die durch den Körper ab den Eiern. Ab den Boden. Oh Gott. Oh Josh. Du bist einfach zu müde. Irgendwie. Das kommt mir gerade so vor. What the? Oh nein, das Rad ist böse. Aber warum hört man immer dieses wenn er drauf guckt, das ist... Keine Ahnung. Hey, ein Sledgehammer! I'm pumped. I'm pumped. I'm pumped. Yeah, I'm pumped. Hallo Rad. Stell dir mal vor, was man mit diesem Rad alles machen kann. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest an... Sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einen letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Autsch. Ja. Yeah. Vergiss nicht die Kugel. Ja, ja, da hinten habe ich sie schon löschen sehen. Naseru, I, U, A, A, Ting, Ting, Wolala, Bing, Bing. Ich sag gleich, wenn irgendwie Beleidigung oder sowas kommt. Nicht ernst nehmen. Nee, nimm das nicht ernst. Das ist mir gerade im Moment echt pup egal, aber nimm's nicht ernst. Das müsst ihr euch in einem betrunkenen Zustand schon vorstellen können, dass sowas rauskommt, ne? Komm Monster, greif ihn auf, töte ihn. Ich glaube, in einer Stelle musst du dich überwinden. Komm ich da? Nee, da kommst du nicht hoch. What the fuck, das hat mich jetzt gerade erschrocken. Oh, Penner! Hast du gesehen? Nein! Oh, du hast mich gerade erschrocken. Hey Monster, auf dich dränge ich ein, okay? Auf den Bro dränge ich ein. Alter, du Penner. Bist du erschrocken? Ganz ehrlich, bin ich nicht. Verdammt! Der fahr auch mal meinen Ton gerade weg. Jetzt kommt's. Penis!
Schade. Hätte sein können. Jennifer! Ist wieder weg. Hä? Die verschwinden nach einer Zeit. Dann kommen sie wieder. Sie sind wieder da. Machen wir so als Tipp. Ich hab grad gehört. Ja, es ist nicht nur ein Monster. Sagen wir es mal so. Wie du viel musst mindestens drei Türen finden. Wie viel ist es noch bis zum Ende? Noch ein gutes Stück. Was sagst du doch nur? Was sagst du nur? Was? Das ist doch nur, dass ich hier noch mich immer wieder ärgere. Klar. Sagen wir, in deinem betrunkenen Zustand wirst du noch schon lange brauchen. Es geht doch hier gerade echt zügig voran. Was willst du mehr? Macht mir immer noch irgendwie Sorgen, dass ich diesen scheiß Zombie noch höre. Ach. Zünderbüchse. 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 Ich habe jetzt mittlerweile noch 3 Klopfer statt 6. Boah, ich weiß jetzt schon, das werde ich morgen wahrscheinlich ein bisschen merken. Obwohl ich heute eigentlich schon Kopfschmerzen habe. Tür. Was ist das denn? Jennifer, you go first. You're so fat. Ah ja, das Grüne musst du kaputt machen und dann. Kolonie giftiger Pilze. Ah ja, wir sind ja gegen Gift immun durch diese Oh, jetzt ist es lustig. Injektion. Oh Gott. Jennifer, I need you. George Deutsch Kenntnisse im besoffenen Modus. Eine Giftdrüse. Betrunken Modus activated. Mal eine Frage, sagt meine Quali nein, ne? Nein. Gut, deine Out. Egal. Wird dann schon. Laut der Notiz muss das Tonikum sehr sorgfältig hergestellt. Ich weiß nicht, was ich. Was? Eine Kuh? Hä? Really? Really? Eine Kuh. Du steckst das Opfer rein, zündest unten an, das Opfer wird verbrannt und die Asche kommt aus dem Arsch raus. Hm? Auf die cool, ne? Jetzt erstmal hingetrunken. Oh Gott. Goddammit. Ah. Ich glaube, am Ende dieses Let's Plays liegt er am Boden und sagt: Danke, Leute, und. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Howdy, howdy. Der Verräter wusste nicht, was er von den Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Das hatte ich auch gerade. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallen in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer die bronzenen Bullen brüllen hören. Aha. Howdy, howdy. Oder das kann ich sogar anmachen. Lass den Inside. Vielleicht muss ich aus dem Arsch die Kugel rausholen. Hä? Aus dem Arsch. Was sollen die sein? Hab ich 3 Kugeln benutzt? Aber die sagen nicht, dass die im Wasser ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es waren nur 4 Stücke. Ne, 6. Anne? Ich habe aber jetzt nur 5. Ah, ne, guck mal da. Oh yeah, first play, bitches. Ich muss pinkeln. Ich zünd das mal an. Du musst auch pinkeln? Das ist komisch, irgendwie habe ich zu Pinkel dran. Oh, aber wieso? Wenn du das anzündest, dann klappt ja, das ich Ding weiß. Zu und
Und jetzt kommt der Monster! Come at me, Bro! Das ist irgendwie so scheißegal, ganz ehrlich. Ja, du bist zu müde und gleichzeitig betrunken. Ja, Alkohol macht mich. Gut, bei jedem anderen schlägt Alkohol anders aus, aber mich macht er echt müde. Mich macht Alkohol verrückt. Was bist du so schon? Was bist du eigentlich? Ey! Lass mich! Harry Perry! Ich hab Tourette-Syndrom, ficken! Ich hab Tourette, du Fotze. Ich geh mal in die Schule, mach das. Mal schauen, wie viele Einträge ich bekomme. So, jetzt habe ich. Fotze, ich hab Tourette. Stück einer Kugel. Ihre Beschaffung und Farbe ändern sich ständig. Die Schlampen sind. Giftdrüse, die Drüse eines giftigen Pilzes. Essen. Nein. Kapsock. Kannst du. Rülpsen tue ich dennoch nicht im RP. Das will ich auch irgendwie nicht. Gern geschehen. Ach komm schon. Oh, jetzt habe ich mich gerade irgendwie vom Nebel erschreckt. Nebel! Voll Knochen von der Decke. Ach komm, dich hat das Monster nicht einmal getötet. Mich hat das kurz vor der Tür getötet. Das ist zum Glück, ne? Hä? Ich war. Keine Ahnung. Ich. Ich hab grad einen Realisierungsgrad von 0,120. Ich glaube, deine Reaktionszeit ist minus 500. Over minus 1000. Minimum. Hey, warte, wo sind die Leichen denn? Wait, what? Stimmt, die Leichen. Hä? Amnesia the Dark Descent, keine Rückmeldung. Ach, jetzt. Es ist immer mein Ladescreen im Fenster. Was heißt eigentlich Dark Descent? Die dunkle. Das dunkle Descent, meine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß das gut nicht. Ich muss gleich nachschauen. Google Übersetzer. Ich hab jetzt irgendwie Bock zu gucken. Tits, nein. Pity! Oh, Ella's Pity! Incredible! You found Vile's recipe. Turns out might still be a chance. Jetzt müssen die Kugel zum Altar führen. Warte mal. Okay. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. N? Nee, M. Herr Kripper, der sterbende Mann braucht ein spezielles Tunikum, das ihn rettet. Ja. Aber das kannst du. Du kommst noch nicht rein in Chemielabor. Erst musst du zum Kugelaltar. Da wo die Kugel eingeführt werden muss. Hello. Bitte. Ich hab noch zwei Stück eindringlich. Von. Oh, ich muss so pinkeln, ey. Komm. Ich auch! Ich hab zwei leere Flaschen. Nein. Ey, lass du ihn. Ich find's irgendwie blöd. Du bist betrunken, ich nicht. Egal. Nur Alki! Ich